Ja, ich halte es Kunststück. Naja, doch, in dem Moment ja. Das ist halt die Frage. Ne? Oder? Du bist es ja dann. Du bist Teil dessen. Die Person, die das sieht, muss ja nicht, muss sich das nicht erschließen, dass du es nicht bist. Ja, das ist wie so im Theater eigentlich das Publikum auch Teil der, irgendwie genau. Wie ein Spielpartner Teil der Vorstellung ist. Ja. Ja. Es hängt einfach zusammen. Die Sachen, die in einem Raum stattfinden, beeinflussen sich immer gegenseitig. Mhm. Ja. Aber muss man nicht schon irgendwie emotional berührt werden, damit es was mit einem macht halt? Will Kunst das nicht irgendwie? Ja. Aber Kunst kann auch darauf abzielen, nichts mit dir zu tun, oder? Ja, aber es ist ja auch wieder irgendetwas. Das Nichts. Das Nichts? Aber nee, das Nichts ist Nichts. Das Nichts ist nicht Nichts. Na klar. So komisch, wenn man mit links raucht. Ich kann das gar nicht. Ja, doch. Abstrakt macht es nicht zweckfrei. Abstrakt ist ja immer noch die Darstellung von etwas, nur halt nicht in seiner ursprünglichen Form. Aber gehen wir mal davon aus, es ist zweckfrei, das ist ja auch total schön, das hat ja auch eine totale Schönheit. Ich sag nicht, dass es nicht schön ist. Ja, und ich finde, das kann abstrakte Kunst eben total sein. Okay, ein bisschen was. Nein! Boah, ich schwöre. Ja, aber mach was Schönes. Okay, okay. Was Schönes, wirklich was Schönes. Ich meine das ernst, wenn das was nicht immer geil ist. Jetzt ist aber direkt Pressure is on, ne? Ja, sonst, ja, pass auf, sonst riech ich die Eier. Komm, mach. Wir machen mal ein bisschen gegenstandslose Kunst. Ach so, na toll. Mhm, das ist schön. Oh Gott,